Gleichen Feier für den 160 Millionen Euro Spitalsneubau in Neunkirchen. Um 160 Millionen Euro wird seit dem Vorjahr in der Peischinger Straße 19 der Mega-Neubau aus dem Boden gestampft. 364 Betten, 5 Operationssäle werden entstehen. Der Schwerpunkt liegt in der Orthopädie und Psychiatrie. Rund 450 Parkplätze werden errichtet. Vor rund einem Jahr haben wir gehört, war der Spatenstich und ziemlich gleichzeitig. Ingenieur Walter Droger von der Firma Warmet erklärte das Projekt. Landesrat Wilfing schon den Steilpass vorgegeben mit den Terminen für den Spatenstich und wir haben diese Herausforderung angenommen. Handwerker, Professionisten, die. Krankenhauslandesrat Karl Wilfing zeigte sich sichtlich erfreut über den Bauvorschritt im Landesklinikum Neunkirchen. Auf einen Blick feststellen, hervorragend bewerkstelligt haben und dem Wissen unserer Architekten, unserer Planerinnen und Planer haben wir auch dieses Projekt dann mit dem Totalunternehmer Warmet begonnen, sodass auch hier von dieser Seite viel Know-how, viel Kompetenz eingeflossen ist. Bei Hans Wissner, so ist der Herrin sehr, sehr offen, dass die Zufriedenheit, wenn wir sie messen, in unseren kleineren Häusern meist höher ist, sowohl bei Patientinnen und Patienten als auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, als bei den AKH-Arten, die wir auch kennen. Größte Arbeit ist getan, es steht der Bau und haltet an. Und nehmt euch ein wenig Zeit zum Feiern voller Dankbarkeit. Die Arbeit war oft hart und schwer, doch habt ihr nicht an Schweiß gespart. Es hat jeder seine Arbeit getan, hat seine Pflicht getan, als ging der Bau allein an. Seid stolz auf das, was ihr geschafft und stärkt euch heute mit Gerstensaft. Auf das die Arbeit eurer Hände auch noch das Weitere vollendet. Wir aber hoffen und vertrauen, dass wir mit Glück zu Ende bauen. Ich heb das Glas mit voller Kraft, das Leben und die Arbeit. Bis 2016 soll das neue Landesklinikum Neunkirchen fertiggestellt werden.